Jetzt ein Mann namens Slomka. Wer ist dieser Mirko Slomka überhaupt? Sein angeblich brandheißer Trainingsplan spricht für sich. Tauziehen, Brennball, Unterwassergymnastik. Fragwürdig wie seine Methoden auf seine Statements. O-Ton 1, das Chancenplus war ausgeglichen. Interessant. O-Ton 2, die Wahrscheinlichkeit, nicht Meister zu werden, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dem Abstieg nicht zu entgehen. Verstanden? O-Ton 3, das Spielfeld war zu lang für Doppelpässe. Wo er recht hat, hat er recht. In seiner Orientierungslosigkeit hat Slomka auch noch die Ernährung des Profikaders komplett umgekrempelt. Statt leicht verdaulicher Kost stehen nun wieder die Klassiker Kartoffelbrei mit Bratwurst und brauner Soße auf dem Speiseplan. Zum Nachtisch Oberlausitzer Schokobecher. Ein Klassiker aus der DDR. Die Folgen: 2 von 3 Spielern leiden unter Betonhüfte, Salinobein, Erdbeerkopf und Ganzkörperverkapselung. Frage in die Runde: Sollte man das Schicksal dieses großen Vereins in der Hand eines offenbar Irren belassen? Frage für den Ausrufungsfall.